Jedes Jahr zur Weihnachtszeit verwandelt sich die Stadt in ein funkelndes Lichtermeer. Und auch hier im Museum können Sie die vorweihnachtliche Stimmung bei Speisen und Getränken im Museumsgarten genießen. Ich habe es mir hier in der Adventslounge des Cafés mit ein paar Decken gemütlich gemacht und möchte Ihnen heute ein ganz besonderes Rezept vorstellen, nämlich das Glühweinrezept von Frau Professorin Christa Habrich, ihres Zeichens Apothekerin und lange Jahre Leiterin des Deutschen Medizinhistorischen Museums hier in Ingolstadt. Grundlage eines jeden Glühweins ist natürlich der Rotwein. Greifen Sie bitte zu einem guten Tröpfchen. Er sollte für das Rezept nicht zu tanninhaltig sein und trocken. Den Wein sollte man auf gar keinen Fall zum Kochen bringen, höchstens so bis 70 Grad erwärmen. Ansonsten geht der ganze Alkohol und die ganzen Aromen in die Luft hinein. Das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Anfangen möchte ich jetzt mit den Gewürzen. Mein allererstes Gewürz ist der Zimt. Es gibt bei uns im Handel meistens zwei verschiedene Zimtarten, und zwar ist es der Ceylon-Zimt und der Cassia-Zimt. Ceylon, ursprünglich beheimatet eben auf der Insel Ceylon, das ist das heutige Sri Lanka, ist sehr mühsam auch zum Ernten. Es werden die zweijährigen Schösslinge abgeerntet, sprich die Rinde wird abgeschält von den Ästen und dann wird eine ganz dünne Innenschicht, das ist die sogenannte Bastschicht, herausgeholt. Die ist nur 1 bis 3 Millimeter dick. Da gehört ganz schön viel Geschick dazu, die wirklich in einem Stück auch wirklich herauszuschälen. Das Ganze wird dann in die Sonne gelegt, getrocknet, und dabei passiert der Prozess der Fermentation, und dabei entwickelt sich dann auch erst dieses ganz typische Zimtaroma. Die zweite Sorte, die wir im Handel finden, ist der Cassia-Zimt. Cassia-Zimt stammt ursprünglich aus Südchina. Dort werden die ganzen Bäume im Prinzip gefällt. Es sind dünne Bäume, die bis zu 10 Meter hoch werden, werden komplett abgeschält und nur die äußere Borke wird ein bisschen glatt gemacht und dann schon zum Trocknen ausgelegt. Und dabei rollen sich die Seiten so ein. Deswegen wird der Cassia-Zimt auch ganz gerne zum Dekorieren verwendet. Unterscheiden tun sich die zwei Zimtsorten in den Inhaltsstoffen. Beide enthalten ätherisches Öl, und da ist geschmacksbestimmend das Zimtaldehyd. Eugenol ist noch enthalten, und dann kommen wir auch schon zu den Unterschieden. Cassia-Zimt enthält sehr viel Kumarin, bis zu 2000 Milligramm pro Kilogramm Zimtrinde, während Ceylon-Zimt nur 20 Milligramm enthält. Kumarin, ein Stoff, der Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerzen verursacht und in der Medizin auch als blutgerinnungshemmendes Mittel verwendet wird. Das ist auch der Stoff, um den es immer in den ganzen Pressemitteilungen geht, wenn wieder gewarnt wird vor zu viel Zimtplätzchen und man sollte nicht zu viele Lebkuchen und so weiter essen. Da geht es immer um den Kumaringehalt. Verwenden Sie Ceylon-Zimt, haben Sie dieses Problem nicht. Und deswegen wandert auch jetzt der Ceylon-Zimt in unseren Glühwein hinein. Als nächstes komme ich zum Lorbeer, Laurus nobilis. Der Lorbeerbaum wird bis zu 15 Meter hoch, ist immer grün und ursprünglich beheimatet in Kleinasien. In der Zwischenzeit wird er aber wirklich im ganzen Mittelmeerraum kommerziell angebaut und auch im Süden von Amerika. Die Blätter sind ledrig-lanzettlich und die beste Erntezeit ist vor oder nach der Wachstumsphase, das heißt im Frühjahr oder im Herbst. Beim fachkundigen Trocknen im Schatten werden die Blätter noch aromatischer und verlieren ihre Bitterkeit. Das erkennt man auch daran, dass sie ihre grüne Farbe behalten. Werden die Blätter in der Sonne getrocknet, werden sie grau, fahl und manchmal auch braun. Geschmacksbestimmend sind auch hier die ätherischen Öle. Als Hauptkomponente ist hier das Cineol zu finden, aber auch Mono- und Sesquiterpenlaktone. Und auch die Lorbeerblätter wandern nun in den Glühwein. Und nun komme ich zu den Gewürznelken. Im Volksmund werden sie auch Nägelein genannt. Und wenn man sich die Form der Gewürznelke anschaut, ist die Assoziation mit den Nägeln ja eigentlich nicht schwer. Nehmen wir so eine Gewürznelke in den Mund und zerbeißen sie, dann spüren wir ein Brennen auf der Zunge und auch eine leichte betäubende Wirkung.
Das stammt vom ätherischen Öl und dort von der Hauptkomponente, und das ist das Eugenol. Das kommt bis zu 80% im ätherischen Öl vor. Das Eugenol ist wirksam gegen Bakterien, Viren und Pilze. Daneben kommen auch Polyphenole vor. Sie wirken als Antioxidantien, fangen also freie Radikale. Was ist denn nun eigentlich jetzt die Gewürznelke? Die Gewürznelke ist nichts anderes als die Blütenknospe des Gewürznelkenbaumes. Der ist in Indonesien beheimatet, immergrün, wird bis zu 20 Meter hoch, blüht weiß-rosa und hat eben diese rötlichen Blütenknospen, die geerntet und dann getrocknet werden. Die Hälfte der weltweiten Produktion landet aber weder als Gewürz im Handel noch als Heilmittel, wie zum Beispiel als Nelkenöl, sondern die Indonesier verarbeiten die vor Ort zu Kretek-Zigaretten. Sprich, Nelken werden gemahlen, zu Tabak gegeben und dann in Zigaretten gerollt und dann auch geraucht. In Deutschland sind die seit 2016 verboten, weil man die Jugend sozusagen nicht zum Zigarettenrauchen verführen will. Medizinisch wird das Nelkenöl heutzutage verwendet nach wie vor als Lokalanästhetikum in der Zahnmedizin, aber auch in desinfizierenden Mundspüllösungen und bei Analfissuren. Und auch die sehr gewürzhafte und sehr aromatischen Gewürznelken kommen jetzt in unseren Glühwein hinein. Dann komme ich als nächstes zur Pomeranzenschale. Das ist die Schale der Bitterorange. Das ist ein bis zu 5 Meter hoher Baum, der ist ursprünglich in Westindien beheimatet und er hat sehr schöne weiße Blüten, die ganz stark duften und die vor allem heutzutage in der Parfümindustrie heiß begehrt sind, weil man daraus das sogenannte Neroliöl gewinnt. Wir geben aber, wie gesagt, die Schale in unseren Glühwein hinein, die enthält bitter schmeckende Flavonoid-Glykoside. Hier ist vor allem das Naringin zu nennen und das Neohesperidin. Es sind aber natürlich auch ätherische Öle enthalten, die dem Glühwein dann auch noch mal eine Zitrusnote geben. Medizinisch verwendet wird die Pomeranzenschale heutzutage bei Appetitlosigkeit und dyspeptischen Beschwerden. Und auch die Pomeranzenschale kommt jetzt in unseren Glühwein hinein. Als letztes Gewürz komme ich dann zur Muskatnuss. Und Sie sehen, ich habe hier nicht nur die Muskatnuss, sondern auch die Muskatblüte hergerichtet. Und es ist zweimal eine falsche Bezeichnung verwendet worden. Bei der Muskatnuss handelt es sich nämlich eigentlich um den Samen. Und bei der Muskatblüte, die hat gar nichts mit einer Blüte zu tun, handelt es sich um den Samenmantel des Muskatsamens. Die Muskatnuss kommt ursprünglich von den Molukkeninseln, den Gewürzinseln, wird ein bis zu 18 Meter hoher Baum und man braucht wirklich viele Jahre Geduld, nämlich 15 bis 20 Jahre, bis sie zum ersten Mal Früchte trägt, dann aber reichlich bis zu 2000 Früchte pro Jahreszyklus und das 30 bis 40 Jahre lang. Die Früchte sehen so ein bisschen aus wie unsere Aprikosen und wenn sie reif sind, platzen sie unten auf und dann sieht man sehr schön den Samen und auch eben die Muskatblüte, den Samenmantel leuchtend rot herausblitzen. Da die Früchte nicht alle zur gleichen Zeit reif werden, ist es sehr mühsam, die Muskatnuss zu ernten. Man muss sich vorstellen, es stehen Menschen mit langen Holzstecken da, die einzeln die reifen Muskatnüsse aus den Bäumen raushauen, die dann wiederum mühsam vom Boden aufgesammelt werden müssen. Anschließend wird das Fruchtfleisch abgeschält. Danach der Samenmantel, der leuchtend rote, Mazis auch genannt, der wird dann zum Trocknen in die Sonne gelegt und verliert eben dann diese leuchtend rote Farbe, wird leicht orange. Anschließend hat man dann den Samen in der Hand und den Samen muss man auch noch von der Schale befreien. Also es ist sehr, sehr mühsam und aufwendig, bis man wirklich am Schluss bei der Muskatnuss, also dem Samen, gelandet ist. Von den Inhaltsstoffen ist auch hier geschmacksbestimmend das ätherische Öl. Da sind vor allem Monoterpenkohlenwasserstoffe enthalten, hier vor allem das Pinen. Aber auch Terpenalkohole wie Geraniol und Linalool sind enthalten.
Und dann sind noch zwei problematische Stoffe enthalten. Und zwar ist das auf der einen Seite das Myristicin. Das löst Halluzinationen aus und ist auch toxisch, bis hin zu psychischen Störungen ab einer gewissen Dosierung. Und dann haben wir noch das Safrol enthalten. Das ist im Tierversuch mutagen und kanzerogen. Aber auch hier, die Dosis macht das Gift. Wenn wir ein bisschen mit der Gewürzmühle oder der Muskatreibe als Gewürz verwenden, ist das völlig unproblematisch. Volksheilkundlich hat man die Muskatnuss bei Beschwerden im Magen-Darm-Bereich und bei Dyspepsien und äußerlich bei rheumatischen Beschwerden verwendet. Und auch die Muskatnuss reibe ich nun in unseren Glühwein hinein und es verleiht ihm noch mal einen ganz besonders aromatischen, warmen, süßlichen Duft. Zu guter Letzt kommt für die Süße noch der Kandiszucker hinein. Und fertig ist unser Glühwein. Das Ganze lassen wir jetzt noch 30 Minuten vor sich hinziehen, rühren noch einmal um. Und lassen das Ganze 30 Minuten ziehen. Jetzt ist unser Glühwein trinkfertig. Wir füllen ihn nur noch mehr in Gläser ab und können ihn genießen. Und nun wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.